Weil die immer noch so, oh, Nahrungsmittelknappheit. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, und von meinen Soldaten sind auch viele jetzt loyal ihm gegenüber, aber das dürfte sich ändern. Wenn er notgedrungen in Rente geht, weil er ist mittlerweile auch schon. Man konnte hier irgendwo das Alter noch einsehen. 71. Ja, da oben steht es auch noch. Bürger-Euphorie. Manius, Statthalter, verliert Loyalität und hält die Eigenschaft neidisch. Rom hält 4. Oh, ich bekomme Geld. Nice. Das investiere ich doch gleich wieder. Wieso kostet das eigentlich jetzt mehr? Grundkosten 83. Geht das hoch pro gekaufter... gekaufter Technologie oder was? Anscheinend nicht, weil es ist immer noch das gleiche. Okay. Und wenn man hier von den neuen einmal was durchgenommen hat, dann kommt hier was von der alten wieder hervor zum Vorschein. Auch gut zu wissen. So, Bewohner-Konvertierungsgeschwindigkeit. Ihr dürftet alle noch hellenisch sein? Ja, ne? Das ist alles ziemlich hellenisch. Dann müssen wir... Außer wir gehen jetzt nach Sizilien runter oder... Ja, Korsika, Sardinien oder expandieren nach Gallien rein. Ah, wobei, hier oben? Hm? Das hier ist auch schon druidisch. Na, es ist ja jetzt auch schon... Boah, manchmal hängt sich die Kamera so ein bisschen auf. Ja, aber da müssen wir uns im Moment noch nicht allzu viele Gedanken drüber machen. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich hier aggressive Expansion minus 0,02 pro Monat dazu, damit wir diese Mali eben... Weil wir werden wahrscheinlich sehr viel im Krieg sein, damit wir diese Mali immer wieder ein bisschen weiter abbauen können. Mal ein bisschen schneller. Da ist das, denke ich mal, ganz nützlich. So, ihr drillt weiter fleißig vor euch hin. Ah, nein, nein, nein. Ah, ich will, dass ihr hier mal... Wieso klickst du erst da drauf? Ah, okay, weil er immer den letzten... Ja, der öffnet immer den letzten aktiven Tab, alles klar. So, wir können auch Sachen bauen. Es wurde ja auch so ein bisschen kritisiert, als das Spiel rausgekommen ist, dass man zwar Sachen bauen kann, aber nicht so wirklich viel. Also im Vergleich zu Sachen wie Europa Universalis, wo du wirklich sehr viele Gebäude hast, die du bauen kannst. Hey, gute Feiertage! Dir auch einen schönen Abend. Mittlerweile sind es ein paar mehr Gebäude, aber es ist halt auch noch nicht wirklich viel. Ja, ich hatte sehr... entspannte Feiertage, sagen wir es mal so. Ich hoffe, du hattest auch gute Feiertage gehabt. Ja. So. Bevölkerungskapazität benötigt Sklaven für Lugan. Überschuss. Weiß gar nicht, was hier wirklich Sinn macht. Ich meine, Nahrung ist immer gut. Aber es wir bauen einfach mal ein Landgut hier, keine Ahnung. Pff, UI, du killst mich irgendwie. Auch wenn du das Spiel nicht kennst. Dafür sind wir ja da. wo bauen wir denn mal eins? Du hast schon eins, oder wie sehe ich das hier? Oder was, oder wieder? Wir machen es einfach über die Liste. Gut, alles klar. So, wir importieren nicht länger Wein. Haben ein paar Boni von... Ah, so viel Text. So viel Text, okay. Unser Konsul verliert Beliebtheit, ist sowieso nicht der beliebteste. Verliert Loyalität. Das ist alles nicht so geil.
Beliebtheit. Ja, mit Korruption und sowas. Ignorieren Skandal. Alle unsere Sklaven werden nicht so zufrieden sein, wenn wir das hier nehmen. Ja, wir haben... wir haben auch gar nicht genug Geld hierfür. Sehe ich gerade. Jedes Mitglied der Sympronius-Familie verdient 10 Loyalität. Ja, ich glaube... Ja, es muss leider so sein. Ich meine, einer unserer wichtigen Charaktere ist jetzt... wird jetzt nicht mehr so beliebt sein für den Rest seines Lebens. Und wir können diesmal tatsächlich nichts importieren, weil niemand mit uns handeln möchte. Okay. Korruption will ich eigentlich gar nicht so. Ja, gut. Ich meine, du warst doch mal... wichtig. Was ist nur aus dir geworden? So, illoyale Charaktere. Da haben wir immer noch den Typ, der nichts kann. Der ist aber mittlerweile schon wieder fast loyal, hätte ich gesagt. Aber, nein. Machtbasis, ha? Anbahnender Skandal, Verlieren wir sogar ein bisschen Stabilität. Das heißt, wir haben jetzt auch ein paar Mali, die damit verbunden sind. Okay. Kleiner Nachtrag. Aber wieder 6 Stabilität dazu für ein bisschen Politikeinfluss. Okay. Okay, okay. Und wir haben fast genug Militärerfahrung, um uns unsere erste Tradition. Ja, ne? Unsere erste Tradition zu holen. So. Du bist sogar günstiger geworden, ne? Die Technologien sind wieder günstiger geworden. Ist das was mit Inflation zu tun oder sowas? Weiß ich auch nicht so genau. Laufende Zeit schon Ruhe geben. Robert hält Geld. Brunnen von Loyalität. Ja. So. Okay. Ja, Belagerungsfähigkeit ist auch immer geil. Baukosten auch. Ja, ist minus 7. Lohnt sich nicht so wirklich. Zufriedenheit, Primärkultur. Ja. Gerade Ernte. Rummel 3 Stabilität. Oder Rummel 10 Unterstützung zu Handelsfraktionen und Geld. Geld! Geld! Mehr Geld! Gib mir mehr Geld! Bevölkerungswachstum. Yes. Lagerungsfähigkeit. Den Rest sparen wir gerade erstmal. So. Ja, ist doof, dass niemand mit uns irgendwas handeln möchte, weil wir sitzen hier mit einer theoretischen Handelsroute offen. Da passiert nicht wirklich was. Sieht so aus, als wäre unser Dude gestorben. Naja gut, er war jetzt schon über 70 und hatte Krebs. Du bist gut. Du bist nicht so gut. Aber wir sind jetzt alle loyal. Weil er denn nachfahr. Ist das neu? Gab's das schon vorher? Also wir hatten ja. Also die ganze. So, nicht die ganze Armee. Ein paar Leute hier, die mit den Händen.
Die waren vorher loyal zu ihrem Legaten. Also hier zu General heißt es hier. Ist ja eigentlich nicht General, ist ja Legat. Zu Lucius Papirius Cursor. Und jetzt, wo er gestorben ist, er hatte einen Sohn und die sind jetzt loyal seinem Sohn gegenüber. Das ist ein bisschen weird, weil woher kennen die seinen Sohn? Und wieso sind die ihm loyal gegenüber? Das heißt jetzt natürlich, wenn dieser Sohn hier sich entscheidet, dass er uns nicht mag und Bürgerkrieg oder sowas anfängt, dann werden all diese Truppen, die ihm loyal gegenüber sind, werden auf seine Seite gehen. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht so cool. Aber ich wusste gar nicht, dass es. Ey, da muss ich, keine Ahnung, YouTube-Kommentare oder sowas abwarten von Leuten, die das Spiel schon länger spielen. Ob das vorher, vor dem Livy-Update auch schon so war, dass Loyalität quasi einer Erbfolge folgt, wie auch immer das funktionieren soll. Es ändert sich jetzt auch schneller. But why? Vielleicht, weil wir theoretisch mehr Soldaten haben, die wir? I'm not quite sure. Aber was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist, wir bauen noch eine Nachschubkolonne. Wir bauen noch einen Esel dazu, damit er ein bisschen mehr Nahrung trägt, weil wir haben beim letzten Krieg festgestellt, die Nahrung reicht für einen längeren Feldzug nicht wirklich aus. Aber wir haben jetzt schon mehrere illoyale Charaktere. Aber die sind alle recht moderat. Okay. Misswirtschaft des Landes. Ach, schon wieder. Aber Magna Graecia hat es aber echt nicht so leicht. Okay, du verlierst 20 Loyalität, Beliebtheit, Nahrung monatlich minus 16%. Aber auch nur dorten. Das ist noch okay. Die Bevölkerungsunterschiede. Alter Schwede hier. In Latium 230, Kampanien 85, dann geht's, boah, Picenum auch noch 106, nein, das ist die Küstenregion. Und dann hier so im Inland 33, 47 oder, Kamera, 44, das ist nicht wirklich viel. Aber hier in Latium, hier im Ballungszentrum Rom, Veii, Tibur, Ostia oder sowas, da geht's ab. Da wohnen viele Leute. Haha! Wir sind endlich soweit. Hohe Ambitionen. Gibt es einen Job? Kriegsgrundsausgaben? Wieso bist du überhaupt so berühmt? Ich meine, er ist so Oberhaupt der Fabii-Familie, okay, kann ich verstehen, aber er ist jetzt kein Kriegsheld oder sowas. Oder doch? Du brauchst auf jeden Fall einen Job. Mitglied der Corneli-Familie auch noch. Ah, nein. Das sind beides eigentlich wichtige Personen, aber er ist das Oberhaupt und er halt nicht. Ja, es tut mir sehr leid. Also,
Ja, Militärtradition. Wir können schwere Infanterie Offensive plus 10%. Ich glaube, wir gehen erstmal hier den schwere Infanterie runter und dann vielleicht gleich die Infanterie und dann vielleicht so Belagerung Gedöns. Ich meine, hier bekommen wir auch Triplex Arctis. Neue Taktik. Ich bin mir sicher, danke. Okay, nice. Nice, nice, nice. Will mittlerweile jemand mit uns sein? Nein. Natürlich nicht. Forschung geht auch ganz okay voran. Ja, ich warte mal ein bisschen ab, bevor ich da irgendwas... Bevor ich mir da irgendwas kaufe. So viel Plus machen wir dann doch nicht. Stammesmitglieder fordern Migration. Okay. Ja, ich meine, im Grunde genommen, wir brauchen keine Stammesmitglieder. Wir brauchen alles andere, nur keine Stammesmitglieder. Ist halt so. Tut mir sehr leid. Meine Stammesmitglieder, ja, aber hey. Jetzt nicht so wirklich das Nonplusultra. Plus Ultra! Braucht mindestens 40 Stimmen hierfür. Ja, wir haben doch. Kriegsgrund gegen Etrurien. Gegen Ancona haben wir auch Kriegsgrund. Ich meine, Senat will sowieso keinen Krieg im Moment. Wahl steht auch kurz bevor. Gucken wir mal, was da am Ende bei rauskommt. Ich bin skeptisch. So, was haben wir? Einen Populisten an der Macht und einen Populisten als Co-Konsul. Geil! Das Blöde ist halt, wenn die Populistenfraktion an der Macht ist, dann bekommen wir keine Boni, sondern genau, wir bekommen sogar Mali. Das heißt, das ist so ziemlich das schlechteste Outcome, was wir hätten bekommen können. Bei allen anderen Fraktionen kriegst du hier super coole Boni, Zivilfraktionen, Steuern plus 20% oder hier Militärfraktionen, Armee, Moral plus 10% oder Handelswehr oder Oben und Stärken oder sowas. Alles besser und bei der Populistenfraktion ist einfach minus 33% monatlichen Politikeinfluss, den du bekommst. Wo du denkst, jetzt nicht so geil. Okay, weiter geht's. Aber hat sich... Oh, ja. Da hat sich die Einstellung zum Thema Krieg mit unseren Nachbarn schon ein bisschen geändert. Ah, du bist auch im Krieg. Ah, du hast auch keine Verbündeten. Eigentlich die Gelegenheit. Du hast eine Verteidigungsliga mit Senonien, Umbrien, Boi und Istrien. Wo ist Istrien? Ah ja. Was? Pff, lol. Ich habe Istrien, die Region Istrien hier ein bisschen größer, aber na gut, eine kleine Provinz. Da wäre es tatsächlich sogar lohnender, hier unsere ewigen Feinde der Republik, die etruskischen Könige, anzugreifen. Na, da müssen wir.
müssen wir auch darüber. Ich erinnere mich. Das heißt, wir müssen unsere Flotte ein bisschen aufbauen. Oh Gott, wie war das? Okay, du machst Moralschaden. Irgendwie so. Okay, gucken wir, dass wir die Flotte ein bisschen aufgebaut bekommen. Wieso bist du hier? Ah ja, du hast einen Esel mehr, stimmt. Weil wenn wir gegen die Etrusker kämpfen, dann müssen wir nicht nur hier dieses Gebiet einnehmen, sondern wir müssen auch nach Korsika rüber. Und das könnte ein bisschen problematisch werden. Ah, wir können auch wieder einen Omen. Warte mal, Steuern, Nahrung. Ich möchte eigentlich. Gibt's das nicht mehr? Oder gab's das nicht mehr? Für mehr. Wie heißt es? Forschung? Handelswert. Tatsächlich nicht. Na gut. Dann machen wir Geld. Weil für Geld können wir uns Forschung kaufen. Das ist schon okay. Okay, Importrouten Hauptstadt. Wir können sowieso nicht mal die eine auslassen im Moment. Piraten, nein, sie sind wieder da. Damn you. Okay, Importrouten. Machen wir trotzdem mal. Schiffe haltener Schaden. Egal, ich glaube, wenn wir Seekrieg führen bald, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Investition. Ihr seid auch im Krieg. Mit den Etruskern. Alles klar. Okay, 5 Loyalität, erste Legion, niedrige Loyalität bis. Okay, 4 Jahre lang. Wow. Die nächsten 4 Jahre sollten wir vielleicht nicht unbedingt sofort Krieg führen. Es sei denn, der Senat sagt auf einmal, ja, machen wir. Dann. Ah, jetzt bist du auch mit. Wenn du mit Umbrien verbündet bist. Boy, mir fehlt da noch so ein kleines Zipfelchen. Was wir im letzten Krieg nicht mitbekommen haben. Und ich glaube, was ich hier mache, ich hole mir jetzt mal unsere Equities, sind so ziemlich gegen alles gut, bis auf schwere Infanterie und Elefanten. Dann haben wir die 20.000 hier auch voll. Und wir haben ein paar schwere Kavallerieeinheiten. Zumindest eine Kohorte schwere Kavallerieeinheiten. Es sind ja im Spiel alles immer nur tausende Schritte. Was nicht ganz historisch ist, so. Aber meine Güte, fürs Spiel ist okay. Und ich hoffe gerade, dass wir keine Transportschiffe brauchen. Für ein bisschen Geld, mehr Stabilität und mehr Obenstärke. Obendauer, Entschuldigung. Dadurch bekommen wir auch mehr Forschungspunkte. Also eigentlich nur positive Sachen, die davon kommen. Sehr gut. Okay. Ja gut, unsere Equities sind natürlich jetzt ein bisschen, was die Erfahrung angeht, im Hintertreffen.
Können wir das eigentlich auch wieder sortieren hier? Nee, nicht so richtig, okay. Aber wir haben schon wieder 20 Militärerfahrung. Nice. Dann können wir uns ja bald schon hier Triplex Akis holen. 5 Unterstützung. Nein, ich möchte bitte keine Unterstützung. Nicht noch mehr Unterstützung für die Populistenfraktion. Danke. Verliert Berühmtheit, verliert seine Position in der Regierung. Auch du gehörst der Zivilfraktion an. Der Corneli-Familie. Virginia Aulia. 10 Loyalität. Wow. Okay, das heißt, uns fehlt jetzt ein Augur. Da können wir aber theoretisch einfach wieder einen einsetzen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Dich nehmen wir mal. Und wir haben immer noch keine offene Handelsroute, ne? Also offene Handelsroute schon, aber niemand, der uns Sachen handeln möchte. Nein. Hm. 43 Leute im Senat wollen, sind für den Krieg. Nicht wollen den Krieg, aber sind für den Krieg. Die Populistenfraktion ist immer noch so stark. Ich meine, die anderen sind jetzt mittlerweile wieder ein bisschen ausgeglichener. Handelsfraktion ist weg von ihren 8 Sitzen im Senat. Aber die Populistenfraktion ist einfach viel zu stark. Was? Flüchtlinge überkehren die Grenze. Okay. Die sterben alle. Sparta. Ah. Die kommen alle aus Sparta. Sekunde, wurde Sparta... Nein. Sparta existiert und ist größer geworden. Okay. Aber wenn wir die töten, dann ist Sparta guter Dinge. Wir heißen sie mal willkommen. Okay. Was haben wir hier? Oh, wir haben nicht so viel Geld. Ah! Nein! Wir können eigentlich kein Zorn. Ach, das ist jetzt schon ab. Oh, das wird schon abgezogen. Weißt du. Spiel, mach mir nicht so eine Angst. Ja, gut. Ich meine, der hat ganz schön Mist gebaut, da schon in Magna Graecia. Dass er da schon. Wir hatten ja schon einige Hungersnöte wegen ihm, so wie es aussieht. Das muss jetzt nicht unbedingt nochmal sein. Oh, warte mal. Serbische Bewohner, so eine Tochter. Okay. Okay. Alles klar. Nehme ich jetzt einfach mal. Ein paar Boni, beziehungsweise mehr. Nicht Kultur, nein. Da. Mehr Bevölkerung. Und mehr gute Bevölkerung, die wir auch wollen. Nicht hier so Stammesbevölkerung. Wer will schon Stammesbevölkerung? Diese dreckigen, ungewaschenen Barbaren. So. Wir wollen aber... den Krieg mit unseren direkten Nachbarn. Dir gebe ich mal noch 2 Schiffe. Nein! Nicht heilen. Neu rekrutieren.
zwar, komm, ich gebe dir mal eine Hexareme und noch eine Quadrille. Weil von den kleineren Schiffchen, da haben wir mittlerweile genug. Wie sieht es eigentlich hier mittlerweile aus? Oh, Syrakus hat ganz schön sich ausgebreitet, ha? War am Anfang nicht so, oder? Lucania, Alter. Das sind die, die unbedingt mal mit uns verbündet sein wollten. Das sind meine Rivalen. Erzrivalen. Na gut, nach den Etruskern. Mehr Steuern. Mir soll es recht sein. Ja, mit dir. Weiß nicht so ganz. Ein Kind wurde geboren. Prima. Nennen wir so. Prima. Gut gemacht. Ja, dir würde ich eigentlich auch ganz gerne den Krieg erklären. Du Idiot. Du bist immer noch. Du willst immer noch unabhängig sein. Sitze. Wie viele brauchen wir, dass es hochgeht? I don't know. Populistenfraktion sind immer auch ziemlich mächtig. Ah, die Militärfraktion wird da schon wieder. Wann ist die nächste Wahl? 1. Oktober 417. Boah, noch knapp ein Jahr. Dann ist die nächste Wahl. Vielleicht sind die da ein bisschen besser aufgestellt, was Krieg angeht. Vielleicht, mal schauen, keine Ahnung. Ein paar loyale Charaktere, aber keine. Keine Chance auf Bürgerkrieg, das ist gut. Können wir sonst irgendwas machen, um uns in der Zwischenzeit ein bisschen zu stärken? Wir brauchen mehr Geld für mehr Ausgaben. Und hier arbeiten wir dran. Hier brauchen wir wieder mehr Geld. Oh, wobei, hier, das kommt auch schon nah ans nächste Level hier. Aber was... Ich meine, je höher das Zivilisationslevel, können wir jetzt eigentlich hier... Ah, wir können das hier einsehen. Die sind alle auf 0. Die sind auf 1, aber ist auch abzusehen, weil es sind zivilisierte Staaten, ja. Tago ist immer noch auf 0. Wow. Krass. Technologisch sind wir fortschrittlicher als Karthago. Nicht schlecht. Ausbreitung der Stämme. Nein! Rom erhält Immigration, Bevölkerungswachstum. Okay, aber das hat doch jetzt nichts mit. Ich meine, es ist Bevölkerungswachstum, aber hier steht nichts von... Stammesbevölkerung? Da stand jetzt nur was von... genereller Zufriedenheit. Okay. Mir soll es recht sein. Okay. Wir haben noch ein halbes Jahr. Warte mal, ich drücke gerade noch mal auf die Tube hier. Wenn es das aushält, das Spiel läuft so schneller.
Ikonien gewinnt den Krieg mit Etorien? Nein. Würde mich sehr wundern. Also ein bisschen doof, dass ihr auch auf Technologie Stufe 1, sag ich jetzt mal, seid. Ich will nicht, dass ihr es seid. Anstehende Wahl, also weniger als ein Monat. Oder? 1. Oktober? Ja, ein Monat, weniger als ein Monat. Dann gucken wir mal, was rauskommt. Noch sind sie nicht dafür. Oh, jetzt sind sie gar nicht mehr dafür. Scheiße. Nein, ich will doch nur... Ich will doch nur meine Nachbarn überfallen. Was ist falsch daran, wenn man die Nachbarn überfällt? Zivile Provinzinvestitionen kosten... Baukosten... Komm. Importwert plus 10%, auch nicht schlecht. Giftige Zunge. Verliert 33 Loyalität. Ah. 10 Korruption. Du Schuft. Der kriegt's einfach nicht hin. Nun gut. Ey, nochmal so. Oh, hallo. Oh, das hier drüben gehört jetzt auch zu Etrurien. Das wird hot. Das wird hot, hot. Wenn wir gegen die kämpfen. Ich sollte mir da erstmal in eine andere Richtung gucken. Corneliane Truppen mobilisieren. Hm. Hm. Oh oh. Cornelius' Familie hat ihren Reichtum für das Ausheben von Veteranen ausgegeben, die sich ihrer Sache verschrieben haben. Chikunde. Warte mal, verachtete Familie Corneli. Okay, alles klar. But why? Lucius Cornelius Scipio, dann ist das Scipio Africanus, beziehungsweise müsste der Vater von Scipio Africanus sein. Ja, 54. Nope. Okay, aber ich sehe jetzt nichts, was irgendwie auf Bürgerkrieg oder sowas hindeuten würde. Religiöser Umzug. Rom verliert Stabilität. Rom erhält Stabilität und Augo erhält Loyalität. Jo. Warte, wir importieren. Was importieren wir überhaupt noch? Ah, jetzt go. Ah, jetzt haben wir wieder ein paar Möglichkeiten, anscheinend. Hier. Da wir importieren Wein von dorten her. Jetzt Getreide oder. Salz. Ich glaube, Salz. Salz ist ja besser. So. Okay.
Da haben wir auch nichts Neues. Puh. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir machen jetzt erst eine Pause, damit uns nicht wieder irgendwas aufploppt ins Gesicht. Dann möchte ich an der Stelle sagen, das war so unser kleiner Einblick in das Livy-Update oder das Livius-Update, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich so überzeugt bin. Es hat sich ein bisschen was Gameplay-Technisches getan, das stimmt, aber es fühlt sich immer noch ein bisschen an. Also hier und da könnte noch Sachen verbessert werden. Das ist alles sehr leblos, kann man so sagen, denke ich. Könnt ihr mal, also für die Leute auf YouTube irgendwie, könnt ihr mal unten drunter schreiben, ob ihr das mittlerweile spielt oder ob ihr es vorher gespielt habt oder jetzt nicht mehr oder jetzt wieder. Und falls ihr den Einblick hier geguckt habt und euch, um euch vorzubereiten, wie es denn so ist, könnt ihr mir unten drunter mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet, ob ihr vielleicht sogar mehr davon sehen wollt hier auf dem Kanal oder ob ihr sagt, ist jetzt nicht unbedingt das stärkste der Paradox-Spiele. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal oder auch nicht. Ciao.